Hast du vor, dich selbstständig zu machen? Fehlt dir aber als Gründer noch die passende Geschäftsidee? Dann denk doch mal über das Thema Franchising nach. Doch was bedeutet Franchising eigentlich? Franchising bedeutet, dass du ein bestehendes und erfolgreiches Geschäftskonzept gegen eine entsprechende Gebühr von einem Unternehmen nutzen darfst. Der kann damit seine eigene Bekanntheit steigern und durch deine Gebühr noch seinen Umsatz steigern. Beim Franchising stellt dir der Franchisegeber gegen eine gewisse Gebühr seinen Namen zur Verfügung. Seine Leistungen, die er durch sein Unternehmen aufgebaut hat, also praktisch sein fertiges Geschäftsmodell, steht dir zur Verfügung. Das heißt aber nicht, dass du für ihn arbeitest. Du nutzt nur sein Konzept und verwirklichst dich damit an deinem Wunschstandort. Gegen einen einmaligen Betrag und spätere regelmäßige Zahlungen einer Gebühr wirst du dann dein eigener Chef als Franchise-Nehmer. Beim Franchising kannst du zwischen bestimmten Kernelementen unterscheiden. Für dich steht eine Geschäftsidee bereit, die bereits erprobt wurde. Es gibt ein leicht übertragbares kooperatives Vertriebssystem. Vom Franchisegeber bekommst du ein Angebot über eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. In einem klaren Konzept kannst du die bisherigen Erfolge sehr gut erkennen. Doch ganz so einfach, wie es klingt, ist es nun auch nicht. Du musst schon die Augen offen halten und auf ein paar bestimmte Punkte achten. Franchise kannst du nicht einfach mal bei jedem Unternehmen machen, welches auf dem Markt ist. Zum Ersten musst du darauf achten, dass ein Geschäftsmodell vorliegt, welches auch schon erprobt wurde. Das Konzept muss leicht nachvollziehbar sein und du musst es einfach kopieren können. Kurzum gesagt, es muss beispielsweise in München genauso gut funktionieren wie in Dresden. Weitere Faktoren, die du beachten musst. Passt das System Franchise überhaupt zu dir? Welcher Franchisegeber ist der richtige Partner für dich? Welche Branche soll es sein und bringst du überhaupt Kenntnisse für diese Branche mit? Wie sieht es mit deinem Startkapital aus und kannst du dir die Gebühren leisten? Hast du auch die nötige Zeit dafür, um als Franchise-Nehmer tätig zu sein? An dieser Stelle ein guter Tipp. Wenn du dich für Franchise interessierst, musst du auch viel Zeit in Rechnungen schreiben, Buchführung etc. investieren. Mach dir deshalb schon frühzeitig Gedanken, ob dir eine Buchhaltungssoftware, beispielsweise von Cevdesk, nicht viel Arbeit abnehmen kann. Wie bei fast jedem Geschäftsmodell gibt es auch beim Franchising seine Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind: Für dich mit Franchising ein schneller Eintritt in den Markt möglich. Das Risiko, welches jeder Gründer trägt, wird durch Franchising minimiert. Du musst dir keine Marketingstrategie überlegen, denn diese liegt bereits vor und du kannst sie nutzen. Auch beim Thema Markenbekanntschaft musst du dir keine Gedanken machen. Denk hier nur mal an den wohl berühmtesten Franchisegeber McDonald's. Du profitierst von günstigen Einkaufsbedingungen und musst dir nicht selbst Lieferanten suchen. Für dich steht eine Expertise griffbereit zur Verfügung. Das gesamte Geschäftsmodell wurde bereits am Markt erprobt. Aber wie bereits eingangs erwähnt, gibt es für dich als Franchise-Nehmer auch Nachteile und die wollen wir dir nicht verschweigen. Es gibt beim Modell Franchising viele Punkte, welche dir vom Franchisegeber vorgegeben sind. Es gibt also einiges, das du nicht selbst bestimmen kannst. Das ist aber keine Schikane vom Franchisegeber, sondern hat seine Gründe. Wichtig ist nur für dich, dir darüber klar zu sein, dass es für dich, auch wenn du als Selbstständiger tätig bist und du für deinen Gewinn eigenverantwortlich arbeitest, einige Einschränkungen gibt, welche du akzeptieren musst. Passt das Franchising zu dir, gibt es wie bei der normalen Gründung einiges zu tun. Hier ist dir zu empfehlen, dass du dir eine Checkliste anlegst. Du musst doch hier einen Businessplan erstellen, die Finanzierung regeln etc. Arbeite das einfach Punkt für Punkt ab. Fakt ist, dass dir mit Franchising einige interessante Möglichkeiten geboten werden, um den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Informiere dich vorher gut, bevor du deine Entscheidung triffst. Solltest du noch weitere Fragen zum Thema Franchising haben, dann schau doch einfach auf unseren Blog. Dort kannst du alles noch einmal in Ruhe und aller Ausführlichkeit nachlesen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann lass uns doch mal einen Daumen nach oben hier. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, dann kannst du unseren Kanal abonnieren und auf die kleine Glocke klicken.